Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Gameboy angespült, meine Kindheit nachgezockt mit dem Namen, wo man zweimal Luft holen muss. Es war nicht erstickt vom Stuhlfeld. Heute mit Solar Striker. Was hatte ein Kumpel damals, hatte ich auch mehrfach ausgeliehen. Und ich sag mal, Spielprinzip ist bekannt, muss ich jetzt nicht großartig was zu sagen, oder? Die Musik bei dem Titel ist schon ziemlich cool, aber leider loopt die doch echt schnell. Was passiert hier eigentlich bei Dauerfeuer? Nicht wirklich was anderes. Dammit. Ja, er lief schon diverse Male im Vorspann. Ich sag, ist halt Shoot'em up, wie man es kennt. Ihr seht, einmal hinüber, gleich weg mit den Power-Ups. Oh. Und wie man es halt auch kennt bei Shoot'em-Ups, ja. Es kann doch recht fix vorbei sein. Bei dem Titel halt hier, grauenvoll finde, ist halt, wie gesagt, dass keine konstante Feuerrate da ist, sondern dieses, nennen wir es mal Burst Fire. Das finde ich macht den kompletten Titel gleich nochmal einen Schritt schwieriger. Nein! Oh. Ja, das ist aber die, Auto-Color-Palette von dem Game, also... Ich glaube, das ändert sich erst. Oh, ich habe nicht gesehen, dass das Mistvieh geschossen hat. Buh! Ich denke, dass ich das mal bis Level 3 oder 4 geschafft habe mit No-Hit. Das Spiel hier hat mit unendlich Leben oder sowas, dann ist es auch noch mal um Vielfaches angenehmer. War halt so gesehen dann bei den doch relativ kurzen Gameboy-Spielen halt ein sehr willkommener Wiederspielwert, wenn halt die Leben begrenzt waren. Aber ich persönlich finde halt, dass begrenzt Leben heutzutage nicht mehr. Jetzt haben wir endlich konstante Feuerrate. Hatten konstante Feuerrate. Naja, wenn der Schuss aus dem Bild ist, kann er wieder einen neuen machen, weil der zählt halt die, was onscreen ist. Das hast du ja damals eigentlich immer bei solchen Spielen gehabt, dass die Feuerrate ganz schön hoch geht, wenn da halt entsprechend nach oben gehst. Yeah. Weil sie die jagen einen hier doch schon
ganz schön hart von rechts nach links in dem Bild. Ich weiß gar nicht, ob es hier überhaupt einen Spreadshot gab oder sowas oder... Was war das denn? Irgendwie hat es kurz gehakt. Naja, wenigstens sehen wir jetzt hier mal den Endboss. Sagen, ouch. Tschüss. Ja. Wenn man halt die besseren Schüsse dabei hat, es zählt halt hierbei halt wirklich, möglichst durchzukommen, ohne erwischt zu werden. Dass man dann halt mit dem maximal dicksten Schuss beim Boss ankommt, weil halt die Anzahl der Hits, wenn dann halt 5er Paket Schüsse ein Schuss ist, dann sind es halt auch gleich 5 Hits beim Boss. Aber das Spiel macht es halt auch nochmal wesentlich schwerer mit dem, dass es kein Spreadshot gibt oder sowas, sondern dieses, hey, ja, jetzt als nächstes hätte ich eigentlich gerne anstatt höhere Feuerrate gehabt, dass ich vorne trichterförmig schieße. Oder am besten noch wie in Sunset Striders, wo du direkt am Anfang an den Spreadshot hast. Aha, verarscht. Ja, was hier auch, finde ich persönlich, so eine Sache für sich ist, dass die Viecher halt RNG schießen. Das war gerade ärgerlich. Deswegen mache ich so Spiele halt lieber, wenn man wenigstens ein paar Treffer aushalten kann. Vor allem hier war... Dammit. Ja, schön, direkt beim Boss angekommen mit dem Goffelschuss. Dammit. Naja gut, ich glaube, bei dem Spiel komme ich jetzt auch nicht großartig weiter und will euch dann auch nicht langweilen und das noch... 10 Minuten lang zu strecken und immer wieder an derselben Stelle zu verrecken. Ja, könnt gerne mal in die Kommentare hauen, wie weit seid ihr denn, wenn ihr das Spiel hattet oder ausgeliehen hattet, in Solar Striker gekommen. Ich glaube, ich habe es nie durchgespielt. Ich glaube, Level 5 oder 6, ich weiß es nicht mehr so ganz. Und ja, haut es mir doch mal unten in die Kommentare, wenn es euch gefallen. Könnt ihr gerne ein Däumchen da lassen. Kommt mich mal auf Twitch besuchen im Livestream. Ich bin Katka, ich bin spontan von der Rolle. Haut rein.